ausgiebig, hochmotiviert, weil ich weiß, ich bin hier, um meinen Sport zu machen. Lisa Graf, sie schwimmt nicht nur für die SG Neukölln, sondern auch für einen ganz großen Traum, eine ganz bestimmte Reise in eine ganz bestimmte Stadt, Rio de Janeiro. Und das am liebsten 2016. Da schwimmt neben Ehrgeiz, Zielstrebigkeit auch die Leidenschaft mit. Ja, man ist leicht und das Wassergefühl, wovon wir Schwimmer sprechen, das ist auch super, was ein normaler Mensch einfach nicht nachvollziehen kann. Und ja, einfach im Wasser sich treiben lassen. Für die Leipzigerin gibt es derzeit kaum etwas anderes als den einen großen Wunsch nach Olympia. Darauf fokussiert sie sich Tag für Tag. Morgens um 6 klingelt der Wecker für die Wahlberlinerin, denn dann geht's für sie zum Training. Danach zur Uni und dann wieder zum Training. Wenig Privatleben für die BWL-Studentin, doch ihr Ziel hat sie täglich vor Augen. Ja, klar, es ist im Winter schwerer, früh morgens kurz vor 6 Uhr aufzustehen. Aber es ist nun mal momentan mein Tagesablauf und ich weiß, wofür ich das mache. Und im Mittelpunkt steht halt immer diese Olympiade. Ihr Weggefährte, alter und neuer Coach Gerd Esser. Mit ihm wurde die Schwimmerin aus dem Perspektivteam Rio 2016 bei der Europameisterschaft in Berlin im vergangenen Jahr Vierte über 200 Meter Rücken. Ende 2014 dann aber der Trainerwechsel. Der Kroate Miro Ceravica übernimmt die Trainingsgruppe am Olympiastützpunkt Berlin und somit auch Lisa Graf. Mit ihm kommt ein Leistungstief. Die Trainingsmethoden des kroatischen Übungsleiters nicht optimal für die 22-Jährige. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da haben wir dann 5 Wochen vor den deutschen Meisterschaften gesagt, beziehungsweise die Handbremse gezogen und dann bin ich wieder zu Herr Esser zurück. Mit Esser kommt der Erfolg zurück. Die Rückenspezialistin knackt bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften, wenn auch etwas überraschend, die Norm für die WM in Kasan diesen Sommer. Eine Zwischenetappe. Das Hauptziel ist wirklich, unter einer 2:10 zu schwimmen. Halbfinale Teilnahme auf jeden Fall und wenn man dann im Halbfinale ist, ist nach oben hin alles offen. Bei ihren ehrgeizigen Zielen wird die WM-Teilnehmerin nicht nur von ihrem Trainer unterstützt. Mit dem Wechsel von Leipzig nach Berlin 2012 kamen eine neue, professionellere Struktur und ein neuer Verein, die SG Neukölln, dazu. Gerade die Unterstützung in allen Hinsichten ist bei SG Neukölln super. Ich bin sowas absolut nicht gewohnt von früher. Ich bin hier nach Berlin gekommen, war total überrumpelt, was wir alles bekommen haben. Und mithilfe der Schwimmgemeinschaft kann sich die zielstrebige Athletin also noch mehr auf Rio 2016 fokussieren. Nach dem großen Traum soll aber noch nicht Schluss sein mit der Karriere. Aber sollte die Badekappe irgendwann mal an den berühmten Nagel gehängt werden, hat die DSV-Schwimmerin einen neuen Traum. Und auch das hat wieder etwas mit einer Reise zu tun. Also wir kommen natürlich durch unseren Sport auch schon echt viel rum, aber so, wir sehen halt immer nur die Schwimmhallen. So wirklich einfach die Städte besichtigen, so eine Amerika-Rundreise und das auch ein bisschen länger als 2-3 Wochen. Und das ist so dann, glaube ich, der erste Punkt, den ich nach meinem Sport wirklich ausleben würde. Reisen soll man bekanntlich nicht aufhalten, vor allem nicht, wenn es nach Rio gehen soll. Am Ehrgeiz von Lisa Graf wird es sicher nicht scheitern. Drücken wir also die Daumen, dass diese harte Arbeit belohnt wird.